Hallo, Ivy, du bist du hier? Hättest nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Hey, Pammy, ich habe eine Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Vergiss diesen Bobo-Scheiß. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Was ist das, Feuermelder? Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eingehen. Spuren werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören. Zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Wissen, wer er ist, Schatzi? Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Na,
Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu bringen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich! Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet.